Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Ich weiß, es gab gestern schon eine Analyse, aber wie angekündigt gibt es jetzt ja auch die nächste Analyse direkt, und zwar zu Gruppe D, Freunde. Danach wird es morgen auch weitergehen mit der nächsten Gruppe, und zwar mit Gruppe E. Ich bin gespannt, lehnt euch zurück, Freunde, wir schauen uns jetzt ganz entspannt auf dieses Video ganz gechillt zusammen an. Ich hoffe, wir werden gleich wieder beleidigt von Julian, denn so hat mein Leben wieder einen Sinn. Und ich würde sagen, wir schauen direkt rein, Freunde. Let's go. Mama scharf, da du Hurensohn-Kamera. Jo, was geht ab, ihr spermaschluckenden, schwanzlutschenden Schwuchteln aus Schwanzlutschistan? Ich bin der Überking, die übermenschlichste Übermacht, die in diesem Universum vor sich hin vegetiert. Und wollt ihr mal ein kleines Geheimnis wissen? Ja. Tänzer mischt sich gerne Pferdesperma in sein Frühstücksmüsli. Der findet das einfach geil. Kann Und ich das verstehen. Ist auch vollkommen okay bisschen so. Kann ich, verstehen, ich krieg ja andauernd Nachrichten mit: Hey, Überking. Ja, Unterfotze. Warum machst du Tänzer so fertig, weil er homosexuell ist? Hast du irgendwas gegen Schwuchteln? Nein, ich hab nichts gegen Schwuchteln. Jedenfalls nichts, was hilft. Und es gibt auch nichts im Schwulsein aus. Ein Strick vielleicht, ein Strick, Freunde. Oh. Abgesehen von allem. Übrigens, Freunde, ich weiß, ich mache hier immer so mit so ein paar Jokes irgendwie, keine Ahnung. Finde ich entspannter irgendwie, wenn ich das alles nicht so ernst nehme, Freunde. Aber ihr wisst, Es ist egal, Freunde, ist egal. Alles am Schwulsein ist komplett Hurensohn. Aber davon abgesehen, also alles, was übrig bleibt, das ist okay. Also nichts. Ist ein Statement, Freunde, ist ein Statement. Wir rollen und rollen die Blunts. Jeder der Wannabes kommt dann auf uns zugerannt. Auf dem letzten Platz diese Woche haben wir Kenzo. Und das hat mich verdient, extrem überrascht, verdient, denn ich bin ein riesengroßer Fan von Kenzo. Ich finde, der hat sich extrem weiterentwickelt und der hat mal neue Impulse in das Rap-Game gebracht. Tracks übers Kiffen kann es nicht genug geben. Ich habe das, was er gemacht hat, nicht schon tausendmal vorher gehört. Und ich meine, er hat sich da einfach ein gutes Beispiel an Nelson Reverse genommen. Sein Song ist ja auch übelst angekommen. Und Zaros genauso, sein eigener Teamkollege, hat ja auch quasi exakt den gleichen Song gemacht. Da die sowieso aus dem gleichen Camp kommt, warum sollen die da nicht exakt den gleichen Song machen? Kenzo hat einfach die seltene und ganz besondere Gabe, Songs zu machen, mit denen man sich identifizieren kann. Ich meine, das war schon in seiner Qualifikation so. Geld, Autos, Bitches, diese ganze Scheiße ist doch egal. Du brauchst nur Freunde. Weißt du, du kannst ja tagsüber an der Bushaltestelle chillen und ein Bier trinken. Das ist das beste Leben, was man haben kann. Danke, Kenzo, für diese Information. Ich feiere das auf jeden Fall übertrieben, was du machst. Finde ich jetzt sehr, sehr schade, dass du zum Glück schon gehen musst. Aber ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ja, was soll ich denn da bewerten? Kunstwerke sind immer so schwer in Zahlen einzuordnen. Also ich gebe da auf jeden Fall 10% für die krasse Innovation, 10% für das überheftige Thema, nochmal 10% für Innovation. Das war einfach so innovativ. Ach, wisst ihr was? 100% nochmal obendrauf für Innovation. Der Junge hat es einfach, der hat es einfach verdient. Wenn es einer verdient der hat, dann Arme und trotzdem so wenig, Alter. Das war gut, Alter. Das hat mir gefallen. Auf Platz 3 haben wir Adam und dank Regelupdate wird er uns jetzt auch nicht mehr so schnell davonlaufen. Adam hatte kein Image, deswegen habe ich mir für ihn eins aus meinem Arschloch gezogen, so wie ich das bei vielen anderen auch gemacht habe. Und er war so schlau und hat da was draus gemacht. Jetzt ist er der Moonwalker. Und ich meine damit nicht den Tanz, sondern er latscht im wahrsten Sinne des Wortes auf dem... Ich weiß auch nicht genau, ob ich es so nice finde, dass Julian sich bei den Uninteressanten eine Story ausgedacht hat. Weiß ich nicht. Aber jetzt bei Adam zum Beispiel mit dem Laufen und so, das ist ja schon irgendwie so ein Running Gag geworden, Freunde. Mond rum. Real Talk. Adam schreibt: Weißt du, was ich mein, Digga? Ja, ich weiß, was du meinst, Digga. Psycho schreibt: Schafft Adam es, sich selbst zu überholen? Er ist mittlerweile so weit nach vorne gelaufen, dass er in 7 verschiedenen Dimensionen existiert und läuft. Irgendwann werden sich diese Existenzen über den Weg laufen und die gesamte Erde wird untergehen. Also die Antwort auf deine Frage lautet: Yes, yo, was geht ab? Adam geht am meisten nach vorne, er macht die krasseste Stimmung, 10% für das beste Video und 10% für die Line gegen Fortune, die hat echt gesessen hier, dieses er muss irgendwelche YouTube-Bitches dissen, was für ein Möchtegern Gio und 10%, weil bei ihm läuft. YouTube-Kids und Television-Star, streng dich nicht mehr an, jeder Tag kommt in die Chart. Antivir schreibt: Wer will Beckmann in der Hook sehen? Ich. Ich weiß nicht, wer Beckmann ist, leider. Ich will aber unbedingt wieder mal eine Beckmann-Hook haben, aber der hat sich jetzt dem Real Life gewidmet. Keine Ahnung, was die Scheiße soll. Stimmt mal alle die Facebook-Page von Happy Beckmann. Adam, mach mal Klingelstreich bei Happy Beckmann zu Hause. JSTV schreibt: Voll homo, null abgeholt. Okay, wollen wir doch mal gucken, wie viel deine Meinung wert ist. Aha, du hast Kenzo geliked. Hier bitte beliebige Beleidigung einfügen. Ach, mach ich selber. Du Hurensohn, du bist überhaupt nichts wert. Scheiß auf deine Existenz, deine Mutter hat dich nicht geliebt. Scheiße, jetzt habe ich das L-Wort gesagt. Aber das war wichtig an dieser Stelle.
X, ach, Ines, ja. Das Brot schreit, Lein ist ein Hurensohn. Ist ein Hurensohn. Kann man immer mal raushauen. Ja, yep, so ist es. Und falls du rein zufällig noch 12 Jahre alt bist, Gio hat mir geschrieben. Er hat gesagt, ich soll dir was ausrichten und zwar, du sollst dich bei ihm melden. Der hat noch eine Überraschung für dich. 10% für Nostalgie, 10% für den krassesten Beat, 10% dafür, dass er YouTube-Bitches disst und 10% für Jür. Ach so, und so sieht Gio aus, wenn er 12-jährige Mädels sieht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also es ist auf jeden Fall auf Platz 1, bei mir wäre es auch auf Platz 1 gewesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er dazu sagt. Ich fand's echt krass. Auf der 1 haben wir 84. Anzeige ist raus wegen sexuellem Missbrauch. Kevin schreibt, ich bin ein Kevin, was soll ich nun machen? Du bist nicht nur ein Kevin, du bist ein Kevin, der Gronkh abonniert hat. Das bedeutet, du bist der niederste Abschaum der gesamten Menschheit. Bring dich um. Aber bitte nicht auf eine chillige Art und Weise. Du musst leiden dabei. In der Wüste verdursten. Intenser Sperma ersaufen. Kensus Runde pumpen. Wayne Train Car schreibt, also die letzte Variante meine Mutter ist gestern aus ihrer Küche gegangen, um unser Wohnzimmer zu saugen. Sollte ich sie jetzt schlagen und wieder anbinden oder war das noch legitim? Boah, Digga, das ist ein ziemlich krasser Grenzfall. Das ist so richtiger Daywalker-Shit. Kennt ihr das noch? Blade von 1998 oder so? Blade nicht gesehen, also vor 20 leider. Jahren, also lange bevor ihr auf der Welt wart. Da gab es so einen Typen, von Wesley Snipes gespielt. Das war so ein Vampir, so ein Halbvampir. Und der konnte tagsüber laufen, deswegen haben sie ihn den Daywalker genannt. Also der konnte in der menschlichen Welt leben und in der Vampirwelt leben quasi. Und deine Mutter hat auch so einen Daywalker-Scheiß abgezogen, weil sie hat ja eigentlich die Küche verlassen, aber sie hat das Wohnzimmer geputzt. Was du da jetzt machen sollst, ist richtig schwierig. Ich würde dir auf jeden Fall ein paar Ohrfeigen geben und das Ganze im Auge behalten. Bester Flow, wie so ein beste Arzt, Parts, Alter. Bester Track, beste Hook. Ach ja, und so sieht Gio aus, wenn er 12-jährige Mädels sieht. Die Memes werden immer besser, Alter. Morgen kommt Gruppe E und das sind 8 Pappnasen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe wieder Sachen umgestellt. Ich bin der Überking, ihr seid Hurensöhne. Das müsst ihr euch auf jeden Fall alles auf so wie immer, die Stirn also. Tätowieren. Als erstes haben wir die Schwuchtel. Und er ist diesmal weniger schwul. Doppelt so gut wie in der Quali, aber trotzdem nicht mein Ding. Er kann es nicht lassen und muss wacky Rock-Elemente in seine Mucke einfließen lassen. Und der Song heißt Schüsse aus der Geisterstadt. Alleine das Wort Geisterstadt ist ungefähr so cool wie ein Krebsgeschwür am Hodensack. Dextro ist der Niki Lauda des Raps. Ich habe seine Quali übelst gefeiert. Ich feiere seine asoziale Attitüde einfach. Wem seine Quali nicht gefallen hat, dem wird das jetzt aber auch auf gar keinen Fall gefallen. Der Junge ist asozial for life. Und das ist auch gut so. Dann haben wir Ace. Und der geht mehr in die Fresse als in der Quali. Also die Richtung feiere ich auf jeden Fall mehr. Ist ein krasser Beat und krasses Video. Aber mir ist der Flow ein bisschen zu holprig. Das Video sieht dann jetzt echt Chosen krass und aus. Jastic. Und das ist sehr interessant, was die beiden da gemacht haben. Jastic erzählt seine komplette Rap-Geschichte, wie er 2003 mit Rap angefangen hat. Flowlich krass verpackter, inhaltsstarker Substanz-Track. Leider ist das Video ein bisschen asynchron, was mich persönlich ein bisschen rausgebracht hat. Aber ansonsten absolut Respekt. Dann kommen die komplett bescheuerten Mahoney-Jungs. Und Big Jigga Jakes Part ist Legend fucking Derry. Diesmal finde ich seinen Part am besten. Die Och krassen nein. Hits, die mir in der Quali gefehlt haben, sind zurück. Seine Crew-Kollegen haben auch alle abgeliefert. Thymos, Briefkaube und natürlich MC Pit, der völlig geisteskranke. Die Runde erinnert irgendwie an die Paralympics. Ein Fest für Behinderte. Das dann kommt ich. Epic. Und seine Runde ist etwas gewöhnungsbedürftig. Bei der Quali hat mir das Langgezogene auf dem langsamen Beat gut gefallen. Diesmal ist alles voll mit Double Time. Erste Reaktion darauf war, scheiße. Aber wenn man sich das mehrmals gibt, dann wird's mit der Zeit richtig geil. Und jetzt feiere ich die Runde fast genauso doll wie die Qualifikation. Dann haben wir Private Paul. Und sein Video ist mal wieder ziemlich gammelig und der Track mal wieder sehr... Sind mehr in der Gruppe? Waren das auch mehr als 4 oder nicht? Oder habe ich irgendwie falsch gezählt, Freunde? Ich weiß gar nicht. Die Mucke von Private Paul hat extrem viel Aussagekraft. Ich find's immer krass, dass er sich praktisch selber disst und kaputt macht, wenn er von sich erzählt. Ohne Scheiß, ich habe extrem viel Paranoia, jemals im Scherz zu ihm zu sagen, bring dich um. Weil ich schwöre, 2 Minuten später hängt er sich auf. Ich habe letztens schon mal so einen ganz kleinen Joke am Rande gebracht, da hat er zu mir gesagt, ey Digga, ich weiß nicht wegen Video und so, ich bin ein bisschen krank. Und ich so, ey, was hast du denn? Schnitte im Arm? Ganz dünnes Eis bei Private Paul, extrem dünnes Eis. Der ist sehr, sehr, sehr suizidgefährdet und das merkt man auch in dem Track wieder sehr. Und zu guter Letzt haben wir okay, Rapido. Auf jeden Fall mehr. Diesmal ist er zum Nordpol geflogen und führt die Mars-Geschichte weiter in die Eiszeit. Gewohnt gute Runde von Rapido mit extrem geiler Pre-Hook.
Nur die Hook hat mir persönlich diesmal überhaupt nicht gefallen, also wer eine schöne, gesunde Ohrwurm-Hook erwartet, der wird leider enttäuscht. Ansonsten hat der Messias aber auf gewohnt hohem Niveau abgeliefert. Jetzt sage ich euch noch die 8 Pappnasen von nächster Woche, und zwar Dr. Giant, Soleil, DI Music, also Fatman G und Cutters, Benson, Demon, Lumara und Gary fucking Washington. Oh, Freunde! Dieses Shirt bekommt ihr bei Merch Store. Link in der Beschreibung. Ich bin gehypt, Alter. Qualität aus 100% purer Innovation von Kenzo. Haut rein. Nice, Freunde. Ich würde sagen, wir kommen zu einer kleinen, großen Mini-Fazit. Also nicht wirklich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Gruppen, wo... Kamera, bist du auch mal wieder am Start? Ein Moment, Freunde. So. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen, wo jetzt anscheinend ab jetzt 8 pro Gruppe sind. Ich weiß es nicht genau, Freunde. Auf jeden Fall Gary Washington. Lumara habe ich auch schon mal gehört. Ich weiß auch nicht, ob sie gut ist. Habe nur den Namen schon mal gehört. Und... wer war da noch? Genau, Damien war das, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Freunde, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Die Analysen sind immer nice mit euch zu gucken. Das macht immer sehr, sehr viel Fun. Und ja, was soll ich da sonst noch sagen, Freunde? Ich konnte Julian auf jeden Fall sehr, sehr gut zustimmen hier. Eigentlich die, komplett die gleiche Reihenfolge, würde ich fast behaupten, wie ich sie hatte. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 12 und morgen um 18 Uhr natürlich auch mit der nächsten Gruppe, Gruppe E. Und bis dahin, bleibt fresh, meine lieben Freunde. Und ciao.